Es ist unterrichtsfreie Zeit in ganz Deutschland. Du weißt noch nicht so genau, was du mit der Zeit anfangen sollst? Dann schau dir dieses Video an. Für das Zuhause-Lernen habe ich dir 5 Tipps zusammengestellt. Tipp Nummer 1. Wiederhole Schulstoff. Schau in deine Hefte und in deine Bücher und lies dir durch, was du in den letzten Wochen reingeschrieben hast. Blättere sie durch und wähle die Themen aus, die du nicht so gut verstanden hast. Tipp Nummer 2. Finde zu jedem dieser Themen ein gutes Lernvideo. Schau dir verschiedene an und entscheide, welches richtig gut ist. Nutze diese Videos, um die Informationen aus deinen Heften und Büchern zu ergänzen. Tipp Nummer 3. Führe ein Lerntagebuch, damit du weißt, was du gemacht hast. Zum Beispiel montags das 1x1, dienstags die Arbeit am Lesetagebuch, mittwochs ein Referat vorbereitet, donnerstags Textaufgaben geübt und freitags einen Brief an deine Lehrerin geschrieben. Widme jeden Tag einem bestimmten Thema. Tipp Nummer 4. Tausche dich mit anderen aus. Du siehst deine ganzen Klassenkameraden nicht mehr in echt, aber du kannst sie auf dem PC sehen. Nutze ein Videoprogramm wie Skype, FaceTime oder Blitz, um mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Und Tipp Nummer 5. Schreibe oder male ein Tagebuch. Du erlebst gerade eine ganz besondere Zeit. Halte deine Eindrücke für später fest. Wenn du magst, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich antworte dir ganz bestimmt. Meine E-Mail-Adresse, die ist info@lernförderung.de. Und dieses Video ist von lernförderung.de. Und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß bei deinen unfreiwilligen Ferien. Mach's gut!